gerade passend heute für den 9. November. Und ja, es hat mich sehr beeindruckt eigentlich. Und ich habe die Musiker bewundert, diese Einsätze und überhaupt die Musik und auch mit den Texten. Ich fand das wunderbar. Ich fand es großartig. Und vollendet in der Ernsthaftigkeit. Also ganz adäquat und sehr, sehr gut. Wir haben den Fuchs ja auch gelesen als Jugendliche und die Texte jetzt nochmal so präsentiert zu bekommen, das war schon beeindruckend. Ich muss auch nochmal drüber nachdenken, aber es war eine tolle Sache. Für mich war das schon sehr ergreifend. Vor allem die frühen Gedichte von Fuchs sind ja ein Vorgriff auf das, was er später auch so erlebt hat. Also seine Biografie spiegelt sich eigentlich schon in seinen frühen Gedichten. Ich kenne die Gedichte schon aus seiner frühen Zeit. Ich habe jetzt vieles wiedergefunden und mit der Musik war das natürlich jetzt ganz dramatisch untersetzt. Ich finde es auch einen guten Anlass, dass es heute gerade zu diesem Tag hier gebracht worden ist. Das hat mich also sehr beeindruckt. Ich habe zum ersten Mal so etwas gehört und es hat mir sehr gut gefallen. Ich muss dazu sagen, ich komme bin zu Besuch hier in Dresden, komme aus Baden-Württemberg. Und das war sehr beeindruckend. Ja, ich fand es sehr schön und fand es sehr gut, auch einen Text dabei zu haben, ich sonst nicht alles verstanden hätte. Aber so habe ich, weil manches ja auch im Klang untergegangen ist, ich fand es ausgesprochen schön und gut gelungen. Sehr berührend. Es trifft das Wichtigste. Allerdings leider zu wenig junge Leute drin. Das sind diejenigen, die eigentlich das verändern sollen, was doch nicht in die richtige Richtung geht, hier fehlen. Ja. Aber das ist bei großer Kunst manchmal das Opfer. Ja. Es war ein beeindruckendes Konzert, sehr inspiriert gespielt, mit vielen, was mich besonders beeindruckt hat, waren auch die Fotos von Herrn Hauswald und insgesamt ein sehr eindrückliches Erlebnis. Es war beeindruckend, es war einfach nur beeindruckend. Ja. Ja, das muss man alles erstmal üben. Und bis man das drauf hat, vergeht eine ganze Zeit. Und ich habe den Dirigenten bewundert und alle, die dort ihre Einsätze bekommen haben, das war große Klasse. Das sollten mehr Leute sehen und hören. Es war fesselnd. Also, anfangs war es noch ein bisschen anstrengend, gerade weil sich da die Bläser so im Raum multipliziert hatten und es anstrengend für die Ohren war. In die Mitte vom Raum gesetzt und hatte dann halt wirklich so das Surround-Erlebnis von allen Instrumenten und Sängern um mich rum. Ich würde sagen, es kommt auf die Stimmung an, aber mir sind einige Leute eingefallen, denen ich es weiterempfehlen würde. Also vor allem meine Mutter, die ist Musikerin, da dachte ich mir, die hätte ich einfach mit herschleppen müssen, der hätte es richtig gut gefallen. Also es trifft mich bis ins Innerste, was hier gespielt worden ist. Gerade so dazugekommen, habe zufällig das erfahren, dass es hier stattfindet und bin aber eigentlich ganz froh, dass man also neben diesem etwas inszenierten, massenkompatiblen Event, der da gleichzeitig abläuft, auch hier mit so einem Format, glaube ich, eher vielleicht an das rankommt, was die relevanten Sachen sind. Ich habe große Schwierigkeiten mit moderner Musik. Ich mache lieber selber klassische Musik und höre die auch gerne. Aber dieser Abend hat mich jetzt wirklich berührt, weil diese Kombination aus diesen Klängen, menschliche Stimme, Instrumente im Raum verteilt, plus Text, plus Bilder für mich einfach genau passen. Sehr berührend. Diese Musik hier hat einfach durch die sparsame Verwendung von der Saxophon-Klarinetten-Lage fantastische Klänge erzeugt, die auch sehr äußerst kunstvoll dargeboten wurden. Und das fand ich total faszinierend. Das faszinierte auch besonders, weil heute ja der 9. Oktober ist und gleichzeitig eigentlich das Lichterfest oder die Runde um den Ring noch im Gang ist und wir das Glück hatten, einfach heute hier hereingeschnitten zu sein. Die Musik hat die ganze Hoffnungslosigkeit
die eiszeitlichen Seelen in einer Diktatur rübergebracht. Aber auch durch die Bildführung, besonders diese Winterlandschaften, die haben gezeigt, dass unter jeder Eisschicht auch eine Knospe wächst, die Hoffnung. Und das fand ich sehr gut, dass es nicht nur diese Traurigkeit gab, sondern auch diese Hoffnung. Das ist sehr schön. Und die Musik hat einen sehr, denke ich, unmittelbaren Zugang zu eben unserem Gehirn, zu unserem Verständnis und kann auf dieser emotionalen Ebene sehr dazu anregen und mithelfen, eine Verarbeitung anzustoßen und auch ja, wirklich primär mitzugestalten. Und das, denke ich, ist sehr gut gelungen an diesem Abend. Also ich habe sehr viel nachgedacht. Man kann nur als Laie wie ich einen gewissen Eindruck wahrnehmen. Und der Eindruck ist für mich sehr positiv. Ich muss schon sagen, ich bin stark beeindruckt. Vor allem hat mich diese Ganzheitlichkeit sehr berührt. Die Töne im Raum, die Musik, Sprache, die Bilder. Man hat manchmal gedacht, das passt eigentlich gar nicht zusammen. Und trotzdem war es insgesamt ein Ganzes. Sehr diffizil, sehr speziell, auch sehr warmherzig und auch tiefgehend. Ja, die Seele berührend, das schafft nicht jedes Kunstwerk, aber hier in Gänze, in den verschiedenen Sparten, bei diesem schwierigen Thema, der Aufarbeitung von der Vergangenheit. Ich war mit Jürgen Fuchs über viele Jahre befreundet und was mir sozusagen besonders, was mich emotional berührt hat, waren die Umsetzung der lyrischen Texte von Jürgen. Und natürlich fand ich, das war schon ein sehr komplexes Werk und mir haben viele Dinge da gut gefallen. Zu viele Texte waren und alles also aus einem Gulasch. Zu viel. Weniger war es besser. Und die Musik war fabelhaft. Also die Ausweitung der sinnlichen Erfahrungen im Zusammenspiel der Künste, das ist unser Anliegen. Aber zugleich ist das Projekt eines, das ein dezidiertes Thema hat, ein sehr altes und zugleich hochaktuelles, ein existenzielles, gesellschaftspolitisches, eines, das uns alle betrifft, nämlich das Thema der Freiheit und deren Gefährdung. Für mich war das wie so ein Laboratorium hier und ich war mittendrin. Das heißt, dadurch, dass man so versetzt saß, sich immer wieder auch unterschiedlich hinsetzen konnte, fand ich das sehr eindrucksvoll und eigentlich noch viel eindrucksvoller als das Konzert in Jena, wo man da so im Konzertsaal saß und wieder Konsument war. Das war ein tolles Kunstwerk und ich finde es jetzt mal an dem Direktor da. Sie sind der Direktor, ne? Gehe ich mal einfach von aus. Ich finde es toll, dass Architekturstudenten in dieser, sage ich mal, sensiblen Breite auch mal ran müssen, auch wenn sie sehr viel anderes zu realisieren haben. Für diese kurze Zeit ist es ein richtiges Kompliment, was der abgeben möchte. Also das fand ich gut. Und man kann das unendlich philosophieren und interpretieren. Aber dass das gemacht wurde, das Machen, das war von allen Beteiligten exzellent. Es ist unglaublich anspruchsvoll, aber zunächst einmal, und dazu hat dieser Raum eben auch sehr entscheidend beigetragen, dann in den einzelnen Ecken genau verfolgen zu können, was passiert da eigentlich und wie entsteht hier diese Musik, das war toll. Ja, es war ein sehr interessantes Erlebnis. Das war jetzt auch für uns das erste Mal, dass wir das so in der Symbiose erlebt haben, erleben durften. Und ja, besonders die Musik, die ja sehr professionell war, hat mir sehr gut gefallen. Es ist ja sehr aktuell, was da alles angesprochen wird. Ne? Also wir bewegen uns in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart, auch in der Zukunft. Ich finde, man hat oft gespürt, dass dieses Zusammenspiel der verschiedenen Komponenten da eigentlich ganz gut geklappt hat. Das ist kein Eigenlob oder so, aber man merkt, dass dann schwingt alles, dann stimmt das Bild mit dem Ton und mit dem Gesang. Finde ich, das ist sehr gut gelungen. Vielleicht bin ich
unbedingt ein Freund von so Schönberg. Das muss man halt mögen oder halt nicht mögen. Und mein Fall ist das halt nicht. Auf der anderen Seite, die Texte, die sie dazu haben, machen die Sache schon ein bisschen interessanter für mich. Also ich hatte am Anfang Schwierigkeiten, diese drei Dinge zusammenzubringen. Texte, Musik und Bilder. Das ist dann im zweiten Teil vielleicht auch durch die Gewöhnung besser gelungen. Und als Fazit würde ich sagen, die Musik hat gewonnen, weil die Musik hat das Thema eigentlich viel für mich leichter und besser rübergebracht als die Grafiken und die Texte sogar, muss ich tatsächlich sagen. Mir persönlich ist das Thema nahegegangen. Ich habe ja das Glück gehabt, in einem anderen System aufwachsen zu dürfen, und es ist wirklich krass, sich mit diesen Themen mal so intensiv auseinandersetzen zu können. Also ich finde die Komposition extrem gelungen. Also wir haben natürlich die Musik auf Band vorher gehabt, wir haben einzeln unsere Filme gehabt, aber in dieser Konzentration, dieses Live-Erlebnis, die Musik, die Klänge und die Bilder dazu, das ist schon eine besonders intensive Erfahrung. Wir sind mit hohen Erwartungen rein und wurden eigentlich glücklich bedient. Also war ein erfolgreiches Projekt, absolut.